Ich bin Victoria Hillestad. Ich komme aus Norwegen und studiere hier an der Uni Mainz Linguistik und Spanisch im vierten Semester. Ich habe mich für die Uni Mainz entschieden, weil das Angebot für ausländische Studierende sehr gut ist. Es gibt zum Beispiel sowohl vorbereitende als auch studienbegleitende Sprachkurse, wie zum Beispiel wissenschaftliches Schreiben und auch Seminare zur Aussprache. Die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz ist eine der wenigen Campus-Universitäten in Deutschland. Das heißt, hier finden sich fast alle Institute und Einrichtungen auf einem überschaubaren Campusgelände. Mit dem Bus sind es nur etwa 5 Minuten vom Mainzer Hauptbahnhof zum Campus. Und auf dem Campus sind es kurze Wege von der Vorlesung zur Mensa und zurück zur Unibibliothek. Neben einer großen Zentralbibliothek bietet der Campus viele Fachbibliotheken. Nach all dem Lesen und Lernen lädt der Botanische Garten auf dem Campusgelände zu einem Spaziergang ein. Auch viele Sportarten können an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz betrieben werden. Von Kanupolo und Jonglieren bis hin zu Beachvolleyball. Der Campus beherbergt außerdem eine große Mensa und ein paar kleine Cafés und Cafeterien. Auch einen Schreibwarenladen und eine Buchhandlung gibt es hier. Manche Studenten wohnen auch auf dem Campus, andere ziehen lieber in die Innenstadt. Ich wohne in dem Stadtteil Neustadt in einer WG. Und was mir so an dem WG-Leben gefällt, ist, dass man zusammen kochen kann, sich gegenseitig helfen kann und dass es einem nie langweilig wird. Viele Studierende wohnen wie Victoria in einer Wohngemeinschaft, einer WG, mit anderen Studenten. Die passende Wohnung findet man im Internet, in der Zeitung oder durch Aushänge auf dem Campus. Ich finde es toll, dass man keine Studiengebühren zahlen muss in Mainz. Lediglich der Semesterbeitrag muss gezahlt werden, wie an jeder anderen Universität in Deutschland. Damit werden zum Beispiel Sportgruppen und die Mensa unterstützt. Ebenfalls im Semesterbeitrag enthalten sind die Kosten für das Studieticket, mit dem alle Studierenden kostenlos Bus und Bahn fahren können. Und das im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Egal ob in Mainz oder nach Frankfurt oder bis ins malerische Bacharach. Wer lieber Rad fährt, kann günstig ein gelbes Leihfahrrad nutzen. Die Johannes-Gutenberg-Universität ist eine internationale Uni. Ich habe hier viele Freunde aus Deutschland, aber auch aus Russland, aus Südkorea, aus Mosambik und Ecuador. Viele davon habe ich im Sprachkurs kennengelernt. An der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz studieren rund 36.000 Studierende. Davon kommen etwa 11% aus dem Ausland. Für internationale Studierende an der JGU gibt es spezielle Betreuungsprogramme, damit die Eingewöhnung ganz leicht fällt. Die Universität bietet international anerkannte Abschlüsse, vom Bachelor und Master zur Promotion und Habilitation. Ich möchte später mal was Richtung interkulturelle Zusammenarbeit machen. Und da war ich sehr froh, als ich in Mainz den Studiengang Linguistik gefunden habe, weil ich finde, durch das Lernen von Sprachen erfährt man auch viel über andere Kulturen. Wer noch nicht weiß, was er studieren soll, hat in Mainz die Qual der Wahl. Von A wie Altorientalistik bis Z wie Zoologie. Über 90 Fächer werden angeboten. Außerdem gehören auch die Hochschule für Musik, die Kunsthochschule Mainz und die Universitätsmedizin zur Universität Mainz. Was mir an Mainz besonders gut gefällt, ist, dass man alles sehr gut mit Bus erreichen kann und sogar zu Fuß. Ich treffe mich gern mit Freunden in den netten Cafés, die es so gibt, und gehe gern an Rhein entlang spazieren und in der Altstadt. Die Stadt Mainz ist schon über 2000 Jahre alt. Sie liegt am Ufer des Rheins, einem der größten Flüsse in Europa.
Mit rund 200.000 Einwohnern ist Mainz eine kleine Großstadt und die Hauptstadt des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Mainz bietet auch ein vielfältiges kulturelles Programm mit Theateraufführungen und Konzerten, Festivals und Kinos. Die Zeit hier ist eine einmalige Erfahrung für mich und ich kann das Studium in Mainz auf jeden Fall weiterempfehlen.